So, da sind wir auch schon wieder zu Let's Play Minecraft Adventure Map. Diese heißt Grinchmas und Clay hatte ein besonderes Texture Packet und sagte, ich soll das auf Peaceful auf jeden Fall spielen. Aber wenn es aber darf keine Blöcke zerstören etc. Your last can of ho hash. Okay. So, rules. Play on peaceful haben wir. No placing blocks unless instructed. Also keine Blöcke machen, außer die sagen es. Nichts kaputt machen, abbrennen, außer man sagt es. Nur irgendetwas herstellen, wenn es gesagt wird. Nicht hinter dahinter gehen, also hinter den also Clay ist die, sozusagen die Coins. Ist sozusagen die Punkte. So, und man darf sozusagen nicht über das irgendwo hingehen, wo es nicht erlaubt ist. Oh, das sieht hier alles so gluey aus, so als würde hier, wie heißt das nochmal, Darkstone unter uns sein. Also, okay, das ist der Player-Character, die sind alle in dem Grinchmas-Packet drin. Also, da ist dieses Texture-Packet dabei, da ist sozusagen hier dieser Skin dabei und sowas alles. Hier ist die Sache, die ihr ranladen könntet, youtube.com. This must switch your... if this painting is nicht... Also wenn es nicht das Grinchmas-Logo ist, wie das hier ist, dann musst du es herumwechseln. Adventure by R.S. Malek. Hier ist ein YouTube-Kanal, wenn ihr den auschecken wollt. Und der Minecraft-Topic. So. Texture Pack Grinchmas. Difficult, peaceful. Scowning coins. Breaking, placing blocks. No, no crafting, unless instructed. Recommended skin, das. Okay. So. Was haben wir hier? If you start to lag in the factory, look for the emergency shutdown of switch. Your story begins here. Okay, unsere Story fängt hier an. 'Twas the night before Christmas, and 20 years later, you begin your adventure in that old elevator. You're returning from break, your last can of who hash, heading back to your job after dumping your trash. Ah, das ist, glaube ich, rhyme-mäßig. Door to remain locked at all times. Okay. Irgendwie nicht. So. Also, das kann man jetzt nicht so direkt übersetzen, weil es würde sich dann ja nicht reimen. Obwohl ich glaube, ich das auch falsch gemacht habe. Also, in der Nacht bevor Weihnachten und 20 Jahre später beginnt dein Abenteuer in diesem alten Aufzug. Du kommst zurück von einer Pause mit deinem letzten Ho-Hash. Ich glaube, das ist Eck. Ich glaube, das ist hier. Eierpunsch, aber ich bin nicht besser. Zurück zur Arbeit. Also auf dem Weg zur Arbeit. Nachdem ich meinen Müll weggeworfen habe. Na, hier. Einfach die Rules wegwerfen. All food and trick. Prohibited, also okay, gut, wir müssen unser Food wegschmeißen, okay. Jetzt habe ich einfach die Regeln mit weggeschmissen, okay. The button says up, so your spirits are down, back to the grindstone, you go with a throne. Dritte Office, also... Der Knopf sagt nach oben, aber mein Geist ist... Schlecht, also down, also unten. Zurück zum Zerkleinerer. Mit meinem Hunger oder from, weiß ich jetzt nicht. Stairs for only use in emergency case. Achso, okay. Gut, jetzt haben wir hier drittes Geschoss. Also wir sind Frostflinger, dann gibt es den Duo-Hookies, den Ying-Yingler und die Offices. Okay. Oh, sogar eine Bell ist hier. Gut, ich bitte einmal nach oben. Oh, oh. Oh, oh. If you are experiencing lag, you can shut off, also wenn wir laggen, können wir das sozusagen ausmachen. Day after day in the Flissfangle Factory, pulling your lever, clicketing, click, clacketing. It's not physical work, but a drain on the brain, levering over and over again. This toy is being made by the workers of Rueville. Exported yearly
To the children of Whoville. Pull the lever slowly 6 times. It's your job. 6 times. Lever 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Es ist kaputt gegangen. Was habe ich nur gemacht? Da unten liegt Diamant. Ich weiß nicht, ob es so gedacht war. Oh. Yoink. Number one of the days without workplace accidents 1. Oh. Hm. Und jetzt? Oh, wie schön. Hm, wo muss ich denn jetzt hier weiter? Nachdem hier alles explodiert ist. Huh. Return all Flissfinger property when clocking out. Okay, das und das. Hä? Den Lever, ja genau. Das Einzige, was hier zählt, ist der Clay. Well, you guess that. Wow. No more work for today. One more factory accident. One more day of half pay. That's the third time this week. The machines have gone wump. And your paycheck will shrink at the end of the month. You could go to the pub, but you just don't fit in with the others, these rules to your utmost charging. Are you not dour? Don't you dress in drab clothes? Don't you mope when you mingle like this other rule blokes? But you've always been different. You're square and they are thin. They are gray and you're blue. If you use the right skin. Keep it in mind. You've had quite enough. Time to lodge a complaint. You will go straight ahead of the Flissfinger chain. It's because of that Grinch that you toil through the year. While the rest on Mount Crumpet, grinning ear the to green ear. Okay, wir sind hier durch die Stadt gegangen, die alle zu ist, und sozusagen, da wir diesen Unfall hatten, haben wir jetzt nur noch die Hälfte unseres Geldes bekommen, oder bekommen wir die Hälfte unseres Geldes in der Richtung. Das ist natürlich nicht gut. Aber dann sozusagen, hey, wir können ja ins Pub gehen und da was trinken, aber dann haben sie gesagt, hey, wir passen ja nicht mal richtig rein. Und der Grinch, wenn man die Geschichte kennt, wohnt auf dem Berg, und für den machen wir anscheinend die Geschenke. So. Hello, Mother, I'm home. And I need my complaint. You say to her portrait, I know who's to blame. Now where did you put it? The passionate paper. You wrote it last month and then filled it for later. Ha, ein Smiley. Map. So. Kioink. Oh, Flint and Steel. Alle hier sehr schön. So. Jetzt, was sagen die Maps? Map 8, Map 3. Love, Mom. Flissfinger. Pay statement. Month 12. Year of the Shrew. Position lever 1. Hours work 200. Earnings 5. Lever damage minus 4. Net earnings 1. Okay. Map 4. Haben wir denn da? So. Dübidibibididib. Letter of Complainant, also Brief des Beschwerens. To whom it may concern, bla 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 bla. Sincerely, players. Okay. Dann gehe ich mal schlafen.
mit meinem Foto von Mom an der Wand. Now up to Mount Crumpet to face that Green Grinch. He is singly responsible for this present pinch. Also hier hoch diesen Berg, wir müssen zum Grinch, denn er ist der, der dafür verantwortlich ist. He put us to work, making toys for the Who's. He delivers on Christmas, but not to us Who's. Also, wir müssen hier hoch, weil der Grinch sozusagen Geschenke macht für die Who's. Das sind die Einwohner in Who-Town aus Doctor Who. Und wir wollen uns jetzt beschweren. In der Richtung, ja, dass wir nicht damit zufrieden sind. So. What do we get, we ruse? For our wumps and our bruises. We got smog, smothered sky. We got soot in our shoes. Wir müssen hier hochklettern, glaube ich, oder? Lieber da unten. Lang. Ne, ich glaube, wir müssen da hochklettern. Ja, also was bekommen wir dafür? Wir werden nicht mal belohnt, wenn wir sozusagen ganze Zeit Verletzungen davon tragen und so. Okay. So. Da sieht alles hier so schön aus. Das weiß ich nicht. Hier hochklettern? Hey, hier sind wir doch hergekommen. Verdammt! Ich hätte doch nicht runterspringen sollen, mich zuerst mal aber umgucken. Zup. Wow, eine Dungeon-Musik. Gut, dass wir auf Peaceful spielen. So. Was ist hier denn etwas? Sozusagen so ein kleines Secret. Ich weiß nur, dass da oben Wasser ist. Mehr auch nicht. Oh, ich habe da einen Button hingetan. Nehme ich den mal mit. Obwohl, ich glaube, der Button ist mehr in der Richtung gewesen, dass wir das dabei lassen sollen. Okay. So, whoop. Ist hier hoch. Und müssen uns jetzt beschweren in dem Weg. Fackeln. Ja, doch. Ich wollte eigentlich ein bisschen hier so umändern. Wow. Nicht runterfallen und nicht runtergucken. You must be close now. You can just see the top. And you hear Grinchly hum. Wow, Glück gehabt. Okay, jetzt müssen wir hier sozusagen entlang springen, oder was? Wow. Which you intend to stop. I'm here for you, Grinch. And you do boldly shout. Also wir haben das geschrien. Go away, grumps the Grinch. I'm not coming out, continues the Grinch. I've got Christmas to do. Okay, also wir haben gesagt, hey Grinch, komm heraus, ich muss mit dir sprechen. Und der Grinch hat nur gesagt, nein, ich komme nicht heraus, ich muss mich für Weihnachten vorbereiten. For those wonderful Who's, I've got time for your Roos. As you enter his lair, a sight catches your eye. A portrait of Mom? Here's a Grinch's quaint fire? Achso, Mom ist da. Das können wir nicht breaken. Aber man sieht, dahinter ist da irgendwas. Oh nein, das sind so, nur so Blöcke. Also, wir sind dann hier oben. Als wir sozusagen das hier reingehen, können wir mit unserem Auge erkennen, dass es unser Bild von der Mom ist. Über dem Fireplace, also von dem... Nicht Ofen, Feuerstelle. Kamin, über dem Kamin, dass man ein Bild von Mom sieht. Wir sind warm from the climb, but freshly incensed. You have just one thing to say. Now see here, you Grinch. What business have you? Have you? With a picture of Mom. Did you steal it from me while I made that long climb? Blindly by rage, you grab that at hand. A flits
Fangle Frost Flingler, near from the chest, near the bed. Down the stairwell you go. Oh, ein Bow. Also das ist dieses Ding. Touch, touch, touch. Snowball, Clay, Saddle. Okay. Also sozusagen, so wütend wie wir sind, da sagen wir, also wir sind zwar müde vom Aufsteigen, aber haben dann richtig neue Energie bekommen, weil wir das gesehen haben und jetzt gehen wir zum Grinch und wollen den sozusagen zur Rechenschaft beziehen. So, runter geht's hier. Finally spying the Grinch. Oh, it's you, smiles the Grinch. Good to see you again. I'm surprised that you came. You've got so much to cover. You raise the Floss Flingler before he gets any farther. Okay, machen wir das mal. Wir haben den jetzt hier in der Hand. This is for Reveal. This is for your mother. You cut off his word as he said. But what's wrong, brr? Take that, you Grinch. You encase him in ice. Thanks to this wonderful Flitzfangle device. Also. ich fange dann nochmal von hier vorne an. In der Richtung. So. Wir sehen endlich den Grinch. Oder konnte man da unten. Du bist es, lächelte Grinch. Gut, dich wiederzusehen. Ich bin überrascht, dass du kamst. Wir haben so viel sozusagen zu machen. Ich habe sozusagen hier diesen Froststrahler equipped, also hochgehoben, bevor er irgendwas weiter sagen konnte. Das ist für Ruvel, also diese Stadt, in der wir leben. Und das ist für Mutter. Und dann, you cut off his words as he say. Also wir haben ihn sozusagen unterbrochen, als er sagt, was ist falsch, brr. Oh, ich glaube, der wollte Brother sagen oder so. Nimm das, du Grinch. Und dann habe ich ihn in Eis eingeschlossen. Das ist sozusagen echt so mit Reim, das ist dieses, dank dieser Flitz-Fringle-Device, also dank unserem Gerät. Okay, jetzt müssen wir hier hochgehen. Aber ich glaube, der wollte Brother sagen. Well, now that's settled, you evened the score. But now on a row, you intended to do more. Also, wir haben es jetzt endlich sozusagen hinbekommen, aber wir sind noch nicht zufrieden damit, wir wollen mehr. Oh. You've got an idea. Your spirits are lifted. You put an end to the Who's and the Christmas. Also, wir haben sozusagen die Idee, hey, wir müssen es unbedingt zu Ende bringen mit diesen Who's und ihren Geschenken. The Grinch Red Curtains, they're just the right shade. You could borrow his sled. New rule, you can now break red curtains. Also wir können die red curtains hier breaken. Haben wir Leder und ein Coin. Hier Leder und ein Coin. Use sewing machine to a craft. Santa that coat and boots. Also wir machen uns sozusagen ein Santa Outfit aus dem roten Leder. So, das hier runter, das hier. So, okay, Map 1, 2, 7, 5, 6, okay. Lynn Make-up Kit, Kirby Gain, Ron Cole, Dominic Cole, Grabnub, also Wishlist. Was, wer sich wünscht? Lynn Make-up Kit, Matthew Kirby Game, Ron Cole, Dominic Minecraft. Graham Tuba, Dadome Racecar, Nia Teddy Bear, Miscounted Dolly, Christio Garlic, Tom Mars Mission, Otenon Pirates, Amalfiro Goonies, Reek Science Kid, Robo. Also das ist sozusagen die Wunschlisten von allen. So, jetzt gehen wir aber zu so einem Crafting Bench. Da ist einer. Das ist gar keine Crafting Bench, okay. Das scheint mir einer zu sein, genau. Okay.
Ich weiß gar nicht, ob das so richtig war. Ne, hier ist leer, hier ist leer. Hier ist leer und hier ist leer. Ja, stimmt. Santa hat keine Hose. Ich bin ja auch so bekloppt. Das ist Leather Cap. And this red Minecon Keppel. You spot a brown mud. You bark warningly shoo. The dog gives a whimper. But refuses to move. Also wir sagen sozusagen, shoo shoo, hau ab. Aber er will nicht gehen. Ist das überhaupt hier richtig zu gehen? So, hopp, 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 hopp. You're tired of the Christmas. The boxes, the bows. You're tired of roast beef. And the fresh fallen snow. Also ich bin sozusagen, ich habe genug von dem allem. Von ihrem schönen Essen, ihrem frischen Schnee. How the people of Rueville will rejoice when they hear that you, Mr. Player, have stopped Christmas this year. Also, hey, wie schön es doch ist, wenn sie hören würden, dass wir sozusagen Christmas aufgehalten haben. What's wrong with you, Mutt? You growl at the dog. Leave me alone. There is no tangle at all. Dump the sledge over the ledge. Also, lass mich in Ruhe, Hund. Da ist nichts falsch. Und jetzt müssen wir das hier runterschubsen. Without any Christmas, there will be no needs for Roos in Flitzfängel Factories, making toys for the Who's. Dump over the sledge. So, wir machen jetzt sozusagen alles kaputt. Wir machen die ganzen hier weg. They finally accept you. You will finally fit in. So you're blue and they are gray. So you're square and they are thin. Steal the Grinch's sled. Oh, ich glaube, da waren immer so welche. Ah, okay. Das sind wir so. Also sozusagen, du bist dann so wie einer von denen. Okay. Wie cool ist das denn? Hubi! Weg hier, raus. So, okay. Und jetzt? Oh no! Komm, komm, komm! Weiter runter. Hey! Au! Verdammt, ich hab das geglitscht. Musik hier. Okay. Anschubsen. Ui. Was ist, wo sind wir denn hier? Ich frage mich das auch. Und mal gucken, was hier noch so alles kommen mag. So, jetzt ein bisschen Speed sammeln. Ah, hier, ich glaube, sind alle Geschenke oder so. Ich weiß es nicht. Wo geht's denn entlang? Oh. Hey Sled, komm her, Minecart. So. Verdammt. Also müssen wir da zu Fuß laufen hier. Okay. Hier entlang, hier entlang. So. Verdammt. Muss ich dann hier entlang gehen? Und hier, so. Ah, verdammt. Ich habe das ein bisschen blöd kaputt gemacht. Und jetzt? Ich glaube hier runter, oder? Ah, jemine. Ich habe Angst, dass ich irgendwas verpasse hier. Aber hier sieht man, dass hier ein doppelter Block ist. Da. Wo ist jetzt hier mein Schlitten? Jetzt gehe ich nochmal komplett zurück. Ach ja, stimmt. Ich bin ja hier entlang gegangen. Nochmal komplett zurück und mache sozusagen die komplette Fahrt. Normalerweise müsste es ja klappen. Ja, verdammt. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht hier. Ja, ich bin so ein Blödel. Hopp. Hopp. Song generated by Minecraft Block Studios. Okay, cool. Hopp, hopp, hopp.
Okay, hier sind Blöcke. Gut. Ah. Au, okay. Ich weiß nicht, ob das extra so gewollt ist. So, jetzt go, 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 go. So, okay. So. Ah, da sind Notenblöcke da unten. Wow, hopp. Wow, hopp. Who will? Naive little who's. Oh, coins I get. Snuggled up in the beds, waking for packages. Wrapped green and wrapped red. Won't they be surprised when they wake in the morrow? Won't their eyes will fill with tears and their hearts will fill with sorrow? You determined to steal or destroy all the parents. You will set fire to the tree and you will yank down the ribbons. Okay, sozusagen, hey, wir sind jetzt angekommen, diese naiven Hus, und jetzt machen wir sozusagen alles kaputt. Wir nehmen hier die ganzen Sachen, alles raus. Map 9, eine Glasbottle, ein String und ein Steak. Ein Steak ist eine Zuckerstängli hier. To share in roast beef this Christmas house aid at your annual feast. Hab ich? Ich hab doch einen Flint and Steel, oder? Ja, Flint and Steel. Hab ich sogar zwei. Okay. Also. Oh oh! Nee, dann machen wir die kaputt. Indem wir sie sozusagen klauen. Okay. So. Haus Nummer 2. Machen wir auch kaputt. So. Map 9, was ist das denn? Okay. Brauchen wir halt nicht. Oh, boah, Moment mal. Die ganzen Maps können hier rein, damit wir Inventarplatz haben. So. Ja, sozusagen, dass sie... Hey, ihr schlaft, ihr naiven Kinder. Und jetzt mache ich hier sozusagen alles kaputt. So. Anzünden. Oh. Aha, Flint und Steel hat sich wer gewünscht. Eine goldene Schaufel. Ein Cookie. Oh oh. Ein Bau. So, was habt ihr nun davon? Was halte ich von eurem Christmas? So, waren wir jetzt in Haus Nummer 3. Ja, ich denke, das ist alles das Gleiche. So, was haben wir denn hier noch? Nichts. Das sind sozusagen nur die Häuser von denen. Haus Nummer 4. Auch wieder Map Nummer 9. Steak und sowas alles zum Essen, falls man Hunger hat. Aber ich frage mich, weshalb man hier Essen bekommt. Weil das ist ja auf Peaceful. Oder man soll es auf Peaceful stellen. So. Das. A wooden hoe. Hau. Das ist sogar hier richtig gesetzt. Haus Nummer 6 ist eingesperrt. Kann man nicht rein. Haus Nummer 7 kann man wiederum rein. Ein Minecart. Ein Sledge hat sich hier wer gewünscht. Nee, das kann ich nicht anzünden. Habe ich irgendwas zum Anzünder? Nee. Obwohl, eine Golden Shovel. Nee, eine Golden Shovel kann man nicht machen. Clay. Coal. Und Steak. Oh, aus da. Huh.
Use to unlock Grinch Summoner's House. Achso, okay. Da wir das jetzt abgefackelt haben, so wie sie wollten, aber da fehlt noch ein Haus, so. You will snatch the roast beef, throw it into the fire, and then out the back door to continue the ride. So, wir nehmen das sozusagen ganze Fleisch und schmeißen wir es weg. Ja, also schmeißen wir es ins Feuer. Aber warte mal, Moment mal. Das brauchen wir ja noch, um irgendwie in dieses Grinch-Haus zu kommen. Ich weiß aber nicht, wo es weitergeht, weil die sagen, ich muss da ja rein. Cookies, Grinch-Haus, okay. Okay, ich habe jetzt das Feuer, ich habe jetzt das Fleisch sozusagen hier und gehe dann sozusagen aus der Hintertür hinaus, sagen die ja hier. Gut. Duppi, 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 du. Oho, now what's this? Oho, was ist denn das? You have saved the best for last, the Grinch summer place. His luxurious pet. Oh. Jetzt muss ich den Lever wieder mitnehmen. Sozusagen, wir haben uns das Beste zum Ende hin aufgehoben, nämlich diesen Prunkpalast des Grinches. Ich habe aber was vergessen, nämlich mein Lever. Paintings. Ach so. So war dann halt. Da kann man den ganzen Painting sehen. Da, Huvel ist auch ein Painting. Komm hier, hau ab. Tück. Weg damit. So. Okay, hier haben wir diesen Lever. Jetzt gehen wir zu dem Grinchmas Sommerresidenz. Diesem prunkvollen Palast. If you burnt down the Who's Christmas tree, put the lever there. Wow, okay, was hier? Clay. The Grinch. Okay, hier kann man nur so außen herumgehen. Okay, rein da. You rifle through the foyer and find his whole stash of wickety blast that go bang. When they are mad, you will fill up his house with these blocks that go boom. You fill up his foyer, then to the next room. Leather boots, coins, TNT, obsidian. Und ab in den nächsten Raum. Hä? Also. Now wait just a moment. Just wait. What is this? It's a portrait of Mom. And she's with a young Grinch. And on closer inspection, you see something more standing next to the Grinch. Is a little blue boy. What is this? Could it really be true? That young lad in the painting is really you? Hey, Moment mal. Was ist das? Wer ist dieser Typ? Dieser junge Grinch neben Mom. Als ich es näher anguck, sehe ich ein bisschen mehr. Näher hier, neben dem Grinch steht ein blauer Junge. Was ist das? Kann das echt wahr sein, dass dieser junge Typ im Bild ich bin? Do you have a family? Are you not all alone? Could you have a brother? Could this be your home? Ist das echt wahr? Habe ich eine Familie? Bin ich nicht mehr allein? Kann es sein, dass ich einen Bruder habe? Oh, what have you done? Have you made a mess? What's this odd thumping inside your blue chest? You've heard the rumors, but didn't believe. Is this how the Grinch felt when his heart grew times three? Dog, take this flint. There's no time to waste. Bring it back to the Grinch cave. You tell him with haste. The dog gives a bark and takes off his bound to rescue the Grinch while you restore this town. Okay. Ist das dieses Gefühl in meiner Brust? Ist es echt so, was der Grinch gefühlt hat, als sein Herz dreifach so groß geworden ist? Das war sozusagen so ein
eine Sache, dass er irgendwann mal etwas empfunden hat, sozusagen, dass sein Herz dreimal so groß geworden ist und damit sozusagen in der Richtung ja, sozusagen verstanden hat, was cool und sowas ist. Hier, nimm diesen Flint and Steel Hund und geh weiter. Während ich sozusagen diese Stadt wieder repariere. Hä? Wow, also das ist echt cool gewesen, weil da, die haben gesagt, hey, tu den lieber dahin, haben wir auch gemacht. Aber das ist sozusagen die Rückseite. Wir sind jetzt einmal im Kreis gegangen. So, wir müssen schnell in die Stadt, um alles wieder zu herzurichten. A short time later, every who down who will, the tall and the small, were gathered around a new tree, bright and tall. As they stood hand in hand and the song filled the air, it sounded just a little bit louder this year. For this year at Christmas, they had something more, new friends in their midst, who had come from afar. The Grinch Blue Brother, long ago lost in Rue, while shopping for Christmas at department store too. For that was the day that shrunk that Grinch heart, but now reunited, will never apart. You raise up your voice, let your song raise the wind. Your Grinchmas adventure has drawn to the end. Merry Christmas, Minecraft. Ron Smalek, December 2011. Okay. Oh, wait, called the Grinch. This just won't do. These coins you collected starting the rue. They are drab and they are dull, and they just aren't right. Smelt them inside, find to all a good night. Your final score is snowflakes. Post your total on your forum. Yeah. Watch the cinematic playthrough at this. Okay. Hier können wir sozusagen unser Ding einschmelzen, unser Clay Coins. Ah. Okay. Damit ist das Ende. Eine wunderschöne, wunderschöne Story, muss ich sagen. Mit allem, was man brauchte. Ja. Es ist einfach wunderschön. Ich frage mich, was hier dieser... Ah, das ist ein Painting. Also ist der Grinch ein Painting. Sehr interessant. So. Ah, also ich muss sagen, das ist sehr schön gemacht und sehr weihnachtlich gewesen. Dass man sozusagen der Grinch ist... Und ich habe mir schon etwas gedacht, als Brr gesagt hat, dass es Brother ist. Da hat man sozusagen dieses Grinch-Haus von beiden Seiten hinter diesen... Deshalb darf man auch nicht über diese Boundaries gehen, also diese Absperrung, die er eingeführt hat. Aus dem einfachen Grund, hey, dann würdest du ja schon dieses zweite Stadt hier sehen mit allem drum und dran. Und hier kannst du auch nicht rein, weil die sind sozusagen mit Glas ummantelt, damit sie sich nicht bewegen. Ah, oh, eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte, muss ich sagen. Und sozusagen am Ende haben sie gesagt, hey, als du rausgekommen bist, ist sozusagen ein neuer Baum da, alle sind glücklich und ich glaube, das Lied dieses Jahr ist sogar noch lauter als davor. Hui. Und unser Score ist die Snowflakes. Gut, ich habe eine. Puff, null. Ach da, das ist Snowflakes. Ah, okay. Also ich glaube, normalerweise findet man einen Stack. Also ich glaube, im Forum habe ich am meisten gelesen, dass es ein Stack ist. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist Spiderweb. Ja, ich hoffe, euch hat diese Adventure Map auch gefallen. Und kann euch nicht mehr sagen als, ja, frohe Weihnachten. Und feiert ganz schön. Ich hoffe, ihr werdet reich beschenkt wie die Hus hier. Und seid nicht so wie der Grinch. Eine frohe Weihnachten euch und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.